Die nachfolgende Sendung wurde durch Spenden ermöglicht. Gunst beim König hat Auswirkungen. Auch du hast diese Gunst bei Jesus. Er hört dein Schreien, deine Gebete, deine Not. Und diese Frage steht immer noch im Raum. Was willst du, dass ich dir tun soll? Seit über 70 Jahren im Glauben unterwegs. Herzlich. Persönlich. Ermutigend. Das überkonfessionelle Missionswerk Karlsruhe. Voller Freude am Leben. Gunst zu haben ist etwas Besonderes und auch etwas, über das man sich freut. Und jeder möchte gerne Gunst haben. Zum Beispiel bei Behörden oder am Arbeitsplatz oder bei Menschen um uns herum. Die bedeutungsvollste Gunst aber ist, wenn wir Gunst bei Gott haben. Bei unserem himmlischen Vater bzw. beim König aller Könige. Und das ist doch erstrebenswert. Und ich habe im Duden nachgeschaut, was da steht unter dem Begriff Gunst. Und da steht, Gunst bedeutet wohlwollende, freundliche, entgegenkommende Haltung bzw. Zuneigung. Im weitesten Sinne Achtung, Anerkennung und Ehre. Und aus dieser Haltung heraus eine Kultur der Ehre und der Achtung. Jesus hat uns das vorgemacht. Er bringt uns Ehre entgegen. Er ehrt uns, indem er uns Gutes tut. Und er achtet deine Entscheidungen. Wir haben einen freien Willen. Wir können uns so oder so entscheiden. Und Jesus zwingt uns zu nichts. Er achtet deine Entscheidungen, auch wenn sie falsch sind. Und manchmal zieht er sich dann zurück, wenn wir falsch entscheiden, bis wir umkehren. Und Gott hat uns Zuneigung gegeben. Er neigt sich vom Himmel herab uns zu. Der große Gott zu uns Menschen. Der Vater gab uns Jesus Christus seinen Sohn. Ist das nicht eine gewaltige Zuneigung? Wohlwollend, freundlich, entgegenkommend. Es ist das Beste, was uns passieren konnte. Und das ist die größte Gunst, die uns der König aller Könige erweisen konnte. Ja, Jesus Christus. Sein Sohn. Und diese Gunst müssen wir annehmen, wenn wir in ihr leben wollen. Das Angebot ist da, aber wir müssen es auch annehmen. Jesus in unser Leben aufnehmen. Diese Gunst wird uns angeboten, aber wir müssen auch in ihr leben. Und das ist die eine Seite. Gott hat diesen Schritt auf uns Menschen zugetan. Und wir müssen den Schritt auf ihn zutun. In der Bibel heißt es auch, wenn wir uns zu ihm nahen, dann naht er sich zu uns. Um in dieser Gunst bzw. Zuneigung zu leben, müssen wir eine Beziehung aufbauen. Wenn wir zum Beispiel zu unserem Staatsoberhaupt gingen und etwas von ihm wollten, würden wir ziemlich sicher nicht weit kommen. Obwohl wir zu seinen Landsleuten gehören. Wir bräuchten eine Beziehung zu ihm, um Gunst bei ihm zu haben. Und wir müssten ihn kennen. Und je besser wir ihn kennen würden, je mehr Einfluss hätten wir bei ihm. Wir brauchen eine Beziehung, die alles verändert. Gunst braucht eine Beziehung. 2. Mose 33, Vers 12 und 13. Und da steht, Mose nun sagte zum Herrn, siehe, du sagst zu mir, führe dieses Volk hinauf, aber du hast mich nicht erkennen lassen, wen du mit mir senden willst, wo du doch selbst gesagt hast, ich kenne dich mit Namen,
Ja, du hast Gunst gefunden in meinen Augen. Und nun, wenn ich also Gunst gefunden habe in deinen Augen, dann lass mich doch deine Wege erkennen, sodass ich dich erkenne, damit ich Gunst finde in deinen Augen und bedenke, dass diese Nation dein Volk ist. Also Gott hat ganz deutlich zu Mose gesagt, dass er Gunst hat bei ihm. Und Moses Beziehung zu Gott hatte sein Leben total verändert. Er war der Leiter eines ganzen Volkes. Gott selbst sagte zu ihm: Ich kenne dich mit Namen und du hast Gunst gefunden bei mir. Die Gunst des Königs verändert dein Leben. Mose hat immer die Nähe Gottes gesucht und somit kannte er Gott. In Epheser 3, Vers 20 lesen wir: Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Wenn wir Gunst haben bei demjenigen, der dies sagt, stehen uns doch alle Türen offen. Derjenige, der mehr tun kann, als wir uns überhaupt vorstellen können. Bei so jemand Gunst zu haben, ist doch erstrebenswert. Gunst bei Gott hat Auswirkungen in unserem Leben. In Lukas 18 lesen wir eine Geschichte, in der ein Blinder die Gunst Jesu hatte. Er saß bettelnd am Weg und es kamen plötzlich viele Menschen. Und er fragte sie, was das sei. Lukas 18, 37 bis 43. Sie verkündeten ihm aber, dass Jesus der Nazaräer vorübergehe. Und er rief und sprach: Jesus, Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und die Vorangehenden bedrohten ihn, dass er schweigen solle. Er aber schrie umso mehr: Sohn Davids, erbarme dich meiner. Jesus aber blieb stehen und befahl, dass man ihn zu ihm führe. Als er sich aber näherte, fragte er ihn: Was willst du, dass ich dir tun soll? Er aber sprach: Herr, dass ich sehend werde. Und Jesus sprach zu ihm: Sei sehend. Dein Glaube hat dich geheilt. Und sofort wurde er sehend, folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Als dieser Blinde merkte, dass es Jesus war, schrie er um Hilfe. Die Menschen um ihn herum bedrohten ihn sogar und sagten, er solle ruhig sein, er soll still sein. Es war ihnen lästig, dass da einer um Hilfe rief. Hast du auch solche Menschen, die dich abhalten wollen, zu Jesus zu kommen? Die es stört, dass du betest? Dass du dein Vertrauen auf Jesus setzt? Dieser Blinde ließ sich nicht abbringen. Er schrie umso lauter und Jesus hat es gehört. Er hört auch dein Schreien, deine Gebete, deine Not. Jesus kam zu ihm mit Gunst, mit Wohlwollen, mit Freundlichkeit, mit Zuneigung. Er hat sein Schreien geehrt, indem er ihn fragte: Was willst du, dass ich dir tun soll? Und natürlich wollte er wieder sehen. Auch du hast diese Gunst bei Jesus. Er hört dein Schreien, deine Gebete, deine Not. Und diese Frage steht immer noch im Raum: Was willst du, dass ich dir tun soll? Das fordert uns doch heraus, mit ihm zu reden, mit ihm zu kommunizieren, mit ihm eine Beziehung aufzubauen. Gunst bei Gott kannst du dir nicht verdienen. Du musst nur ganz nahe zu ihm kommen. Es hängt nicht davon ab, was du tust oder wer du bist. Gunst zu erlangen ist eine Kultur der Beziehung zu Gott.
Kultur heißt, dass es wachsen muss. Kultur meint, immer wieder und immer wieder es zu entwickeln und aufzubauen. Herz zu Herz bringt uns Gunst bei Gott. Wenn wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen, haben wir das Wohlwollen und die Zuneigung unseres Königs. Wir kennen die Geschichte von Josef. Auch er hatte Gunst beim König. Zuerst wurde er von seinen Brüdern verkauft nach Ägypten und danach wollte ihn Potiphars Frau verführen und er landete im Gefängnis. Und über 2 Jahre saß Josef dort im Gefängnis. Was er wohl in dieser Zeit gedacht hat? Hat Gott mich verlassen? Wie kann das sein, dass ich unschuldig hier sitze im Gefängnis? Geht es uns nicht manchmal auch so? Unmögliche Situationen, in denen wir uns plötzlich befinden, wo wir unverschuldet hineingeraten. Sei dir sicher, Gott weiß um deinen Zustand. Sogar im Gefängnis hat Gott dem Josef seine Gunst erwiesen. Er konnte die Träume des Pharao deuten und somit kam er wieder aus dem Gefängnis heraus. Du hast Gottes Gunst, auch besonders in Zeiten der Not. Josef hat die Beziehung zu Gott nie aufgegeben. Er hat sich immer an Gott gehalten und deshalb hatte er auch im Gefängnis die Gunst Gottes. 1. Mose 41, die Verse 41 bis 43. Und da heißt es, und der Pharao sagte zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Und der Pharao nahm seinen Siegelring von seiner Hand und steckte ihn an Josefs Hand. Und er kleidete ihn in Kleider aus Byssus und legte die goldene Kette um seinen Hals. Und er ließ ihn auf dem 2. Wagen fahren, den er hatte. Und man rief vor ihm her, werft euch nieder. So setzte er ihn über das ganze Land Ägypten. Und ein Siegelring bedeutet Einfluss. Josef hatte Gunst beim König und dadurch enormen Einfluss. Durch diese Gunst bei unserem König Jesus bekommen auch wir Einfluss und Autorität. Eine innige Beziehung, durch die wir mehr und mehr Gunst erlangen. Gunst ist Zuneigung. Gunst ist Ausrüstung und Gunst ist Einfluss. Einfluss durch Autorität in unserem Umfeld. Aber noch wichtiger ist Einfluss durch Autorität gegenüber dem Feind. Wir brauchen uns nicht alles gefallen zu lassen, womit der Feind uns ärgern will. Wir können diese Autorität gebrauchen, um dem Feind zu widerstehen, so wie wir es in Jakobus 4, Vers 7 lesen. Und je näher wir Jesus sind, je mehr Autorität kommt auch in unser Leben. Josef bekam den Siegelring als höchstes Autoritätszeichen. Wir haben den Heiligen Geist in uns als höchstes Autoritätszeichen. Und damit können wir gegen jeden Angriff des Feindes vorgehen. Die bekannteste Geschichte ist wohl die Geschichte von Esther. Esther hatte auch Gunst beim König. Sie war sogar verheiratet mit ihm und hatte eine intime Beziehung zu ihm. Esther Kapitel 5, Vers 2 und 3. Und es geschah, als der König die Königin Esther im Hof stehen sah, erlangte sie Gunst in seinen Augen. Und der König reichte Esther das goldene Zepter entgegen, das in seiner Hand war. Da näherte sich Esther und berührte die Spitze des Zepters. Und der König sagte zu ihr,
Was ist dir, Königin Esther? Und was ist dein Begehren? Bis zur Hälfte des Königreiches, ja, sie soll dir gegeben werden. Auch Esther hatte enormen Einfluss durch die Gunst des Königs. Sie rettete ein ganzes Volk vor dem Untergang. Und bei den beiden Begebenheiten von Josef und Esther können wir ein Muster erkennen. Zuerst war die Beziehung, dann kam Gunst und dann der Einfluss. Gunst beim König hat Auswirkungen. Gunst beim König schafft einen Durchbruch in deinem Leben. Einfluss in deiner Familie, Einfluss am Arbeitsplatz und Einfluss überall da, wo du hinkommst. Wenn du eine Beziehung zu Jesus hast, dann wird sich dein Leben verändern. Du hast einen Auftrag, für den König etwas auszuführen. Und wir sehen das auch in unseren Beispielen. Jeder von ihnen hatte einen Auftrag, etwas zu bewirken. Jeder auf seine Weise. Und Jesus hat auch dir einen Auftrag gegeben für dein Leben. Ergreife die Gunst, die du hast, und gehe einen Schritt vorwärts. Hab Mut. Betritt den Thronsaal mit Erwartung und mit Freude. Der König wird auch dir seine Gunst nicht verweigern, wenn du zu ihm kommst. Jesus hat offene Arme für uns. Er streckt dir seine Hand entgegen. Und du wirst immer Gunst finden bei ihm, wenn du zu ihm kommst. Der irdische König bei Esther wollte ihr sein halbes Königreich geben. Und wir bekommen das ganze Königreich. Wir sind Erben des Königreiches. Erbe von allem, was im Wort Gottes geschrieben steht. Wir brauchen eine Beziehung und dadurch erlangen wir Gunst und bekommen Einfluss. Du kannst etwas bewirken in deinem Leben. Denke nicht an das, was der Feind dir immer einreden will, dass du nicht gut genug bist, dass du so viele Fehler gemacht hast, dass es nicht für dich ist oder was auch immer. Öffne dein Herz für die Beziehung zu Jesus. Komm in den Thronsaal und dein Leben wird sich verändern. Vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo du nicht mehr weiter weißt. Alles ist trocken und öde, kein Vorankommen. Und manchmal denken wir, wir sind falsch. Esther hat auch gefragt, ist das richtig, jetzt zum König zu gehen? Sie hat argumentiert, dass sie wohl sterben würde, wenn sie das tun würde. Doch letztendlich hat sie es in Gottes Hand gelegt mit dem Ausspruch, wenn ich umkomme, so komme ich um. Und manchmal brauchen wir einfach Mut, um einen Schritt zu wagen, einen Schritt vorwärts zu tun. Bevor wir einen Durchbruch in unserem Leben bekommen, geht meist eine Vorbereitungszeit voraus. Und Esther gibt uns da ein gutes Beispiel. Sie war erwählt, Königin zu sein. Sie wurde in ein Luxusgefängnis geführt, isoliert, weg von all dem, was sie gewohnt war, weg von ihrer Familie, von ihren Freunden, weg von allen Gewohnheiten, ihrem ursprünglichen Leben, ihrem Alltag. Und fühlst du dich auch isoliert? Abgesondert von der ganzen Welt, nicht verstanden, kein Mensch kümmert sich um dich. Doch der König wartet auf dich. Esther hatte keine Wahl
Und auch wir haben keine Wahl, diesen Weg zu gehen, wenn wir vor den König kommen wollen. Und das ist die Voraussetzung. Wir können nicht einfach schmutzig und unvorbereitet vor den König treten. Wir müssen uns reinigen von Schuld und Sünde. Du brauchst Vergebung deiner Sünden und Umkehr zu einem neuen Leben. Vorher kannst du keine Beziehung zu dem König aufbauen. Wir brauchen Veränderung, Verwandlung unseres inneren Menschen. Esther wurde 12 Monate gesalbt und gebadet. Abgesondert von allem, was ihr lieb war. Umgeben von fremden Leuten, immer beobachtet und ja nichts falsch machen. Es war eine 12-monatige Wartezeit. Esther hat Gott vertraut, obwohl sie nicht wirklich wusste, was geschehen würde. Vertrau Gott, egal was geschieht. Leg alles in seine Hände, auch wenn du nicht weißt, was geschieht oder was geschehen wird. Wir sind bestimmt, Gunst zu erlangen. Ein Harem ist kein Platz der Gunst. Das ist Wüste und nicht Gunst. Und deine Situation, wo du gerade nicht mehr weiterkommst, ist auch kein Platz der Gunst. Das ist Vorbereitung auf Gunst. Gott sieht deine Wüste und bringt sie zum Blühen. Jeder, der eine Bestimmung hat, wird vorbereitet. Das ist meist der Platz, wo es uns nicht so gefällt. Da ist Trockenheit, da ist Wüste um uns herum, da ist Dürre, man kommt nicht weiter. Und denke nicht, du bist falsch. Du wirst vorbereitet auf den Platz der Gunst. Wenn deine Zeit gekommen ist und die Zeit der Reinigung vorbei ist, dann kommst du in die Position der Gunst. Bei Josef war das genauso. Er saß im Gefängnis und hat sicher auch gedacht, was mache ich eigentlich hier? Ich habe doch nichts falsch gemacht. 2 Jahre lang. Das war Vorbereitungszeit. Und in dieser Zubereitungszeit hat er sich vorbildlich benommen. Er hat nicht gehadert, geschimpft, gemurrt oder Menschen schlecht behandelt. Nein, er hat sich so vorbildlich benommen, dass er Aufseher des Gefängnisses wurde. Und Gott hat auch in dieser Einöde mit ihm gesprochen. Er hat die Träume des Mundschenks und des Bäckers gedeutet. Gunst beim König haben wir nicht nur, weil es nur um unsere Belange geht, sondern auch für andere. Es ist nicht nur für dich, sondern Gott will durch dich etwas tun. So wie bei Esther. Sie rettete ihr ganzes Volk. Gott gebrauchte sie, dass dieses Volk gerettet wurde. Bei Josef, er rettete seine Familie aus der Hungersnot und auch das ganze ägyptische Volk durch seine Weisheit, durch die Gunst Gottes. Was kann Gott durch dich tun? Er möchte dich gebrauchen, um ein Segen zu sein. Folge deiner Bestimmung, egal wie es gerade um dich aussieht. Der König wartet auf dich. Er will dir Gunst geben. Er will dir Gunst erweisen. Glaube nicht deinen Umständen oder deinen Gefühlen. Wir sehen immer nur unsere Umstände und wie schwierig doch alles ist. Deine Wüstenzeit wird ein Ende haben und der König wartet auf dich. Er streckt dir seine Hand entgegen, so wie bei Esther. Auch du hast Wohlwollen, Zuneigung und Freundlichkeit von ihm,
dem König. Habe Mut wie Esther und gehe vorwärts. Und zum Schluss möchte ich noch unser Augenmerk auf etwas anderes lenken, auf einen anderen Punkt. Es gibt einen Unterschied zwischen Segen und Gunst. Gunst ist viel mehr als Segen. Den Segen Gottes bekommen wir, weil wir Kinder Gottes sind. Gunst erhalten wir durch eine Beziehung zu Gott. Wir brauchen eine Beziehung zu unserem König und gib dich nicht mit weniger zufrieden. Amen.